Hallo Amalia-Fans, nach dem letzten Stream zu Nomen-Verb-Verbindungen fragte man so, warum hat das Verb schaffen zwei Partizipformen, geschafft und geschaffen? Diese Frage klären wir gleich. Das Verb schaffen hat ganz viele Bedeutungen. Welche Partizipform das Verb schaffen bekommt, geschaffen oder geschafft, hängt davon ab, in welcher Bedeutung man dieses Verb gebraucht. Die erste Bedeutung: schöpferisch etwas Neues gestalten oder entstehen lassen. Wichtig ist hier schöpferisch, das heißt kreativ, und Neues. In dieser Bedeutung wird das Verb schaffen stark konjugiert. Schaffen, schuf, geschaffen. Ihr könnt euch das mit diesem Beispiel sehr gut merken. Gott hat die Welt in nur 6 Tagen geschaffen. Auch Maler betätigen sich kreativ. Sie schaffen etwas Neues. Zum Beispiel ein Bild, ein Gemälde. Das kommt von malen. Ihr seid im Museum. Und die Museumsführerin sagt, der Künstler, also der Maler, hat dieses Gemälde 1460 geschaffen. Man kann auch sagen, ich bin nicht für das Bergsteigen geschaffen oder fürs Bergsteigen. Das heißt, Bergsteigen gefällt mir nicht und das kann ich auch nicht so gut. In der Bedeutung erfolgreich beenden, etwas zum Abschluss bringen, konjugiert man dieses Verb schwach. Schaffen, schaffte, geschafft. Wir haben heute ganz viel geschafft. Das heißt, wir haben heute sehr viel Arbeit erledigt. Oder zum Beispiel, ich habe eine Pizza bestellt und ich esse ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und dann bin ich satt. Aber noch eine halbe Pizza ist da und dann sage ich, oh, das schaffe ich nicht mehr oder diese Pizza schaffe ich nicht mehr. Die Bedeutung etwas zustande bringen liegt zwischen den beiden ersten. Deswegen sind hier beide Formen möglich. Schaffen, schaffte, geschafft und schaffen, schuf, geschaffen. Hier gibt es einige Nomen-Verb-Verbindungen. Zum Beispiel Platz schaffen, Ordnung schaffen, Arbeitsplätze schaffen. Amalia hat in ihrem Schrank Ordnung geschaffen oder Amalia hat in ihrem Schrank Ordnung geschafft. Die Firma hat in unserer Stadt 150 Arbeitsplätze geschaffen oder die Firma hat in unserer Stadt 150 Arbeitsplätze geschafft. Wir haben alte Schränke weggeschmissen und ganz viel Platz geschafft oder geschaffen. In den nächsten 3 umgangssprachlichen Bedeutungen konjugiert man das Verb schaffen schwach. Schaffen, schaffte, geschafft. Sehr anstrengend. Die Kinder haben mich heute geschafft. Das heißt, die Kinder haben mich heute müde gemacht. Die Hitze schafft mich. Die Hitze macht mich müde, kaputt. Hier können wir das Partizip 2 auch als Adjektiv benutzen. Ich bin geschafft bedeutet, ich bin müde. Amalia sieht heute geschafft aus. Bedeutet, Amalia sieht heute sehr müde, sehr erschöpft aus. Bringen. Wir haben den Müll weggeschafft oder weggebracht. Schaff das Bier in den Keller oder bring das Bier in den Keller. Und die letzte umgangssprachliche Bedeutung, arbeiten. So spricht man vor allem im Süden Deutschlands. Er schafft in einer Werkstatt. Heißt, er arbeitet in einer Werkstatt. Seine Frau hat früher nur halbtags geschafft. Bedeutet, seine Frau hat früher nur halbtags gearbeitet. Das war's. Bedeutet, seine Frau hat früher... Noch Fragen? Dann frag Amalia.